Es gibt ja diesen Spruch, jetzt habe ich den vergessen. Neuen Folge Ungeschminkt. Heute haben wir die Anne vom Kanal Body Kiss bei uns. Magst du dich mal so ein bisschen vorstellen, was du so auf deinem Kanal alles machst? Ja, also ich bin Anne vom Kanal Body Kiss und bei uns geht es hauptsächlich um Sport, besonders um Homeworkouts, gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung, das ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Genau, und darum geht es heute auch in diesem Video, und zwar um Sport und Ernährung. Und ich denke, du fängst einfach mal an, wie du zu dieser ganzen Thematik gekommen bist. Ja, also das war irgendwie, ich bin ganz untypisch eigentlich reingewachsen, würde ich fast sagen. Ich bin jetzt nicht irgendwie von Grund auf immer super motiviert gewesen, habe aber mich selbst motiviert, ja, durch Freunde auch, weil wir haben zusammen Pole Dance angefangen, meine Freunde und ich, weil ich bin ins Studium reingekommen, habe eher zu Hause viel gesessen, viel gelernt. Und wir haben einfach gedacht, wir schnuppern mal in so eine ganz andere Sportart rein. Und ich bin irgendwie hängen geblieben, habe aber schnell gemerkt, dass mir ein bisschen die Kraft fehlt, ein bisschen die Kondition. Und deswegen habe ich dann immer mehr angefangen, Sport zu machen. Genau, für diejenigen, die nicht wissen, was Pole Dance ist, das ist Sport an der Stange. Aber dafür braucht man ja auch richtig viel Muskeln. Man muss sich ja hochziehen, das ist ja schon Akrobatik. Ja. Und ich denke, deswegen hast du auch dich da motivieren können, durch dein Hobby. Genau, das ist also eher durchs Hobby gekommen. Also ich bin nicht aus dem Sinn, dass ich sage, ich muss irgendwas erreichen, sondern ich hatte Spaß an diesem Sport, an dieser Tanzsportart, und habe mir gesagt, wie mache ich das am besten, und so habe ich das dann irgendwie ins Leben integriert. Genau, cool. Also aus den richtigen Gründen hast du mit Sport angefangen, nicht um abzunehmen oder für andere. Ich meine, das ist ja nicht unbedingt falsch, wenn man mit Sport anfängt, um abzunehmen. Oder ich glaube, es kommt halt immer darauf an, dass man sich wohlfühlt, oder wenn man sagt, okay, ich fühle mich jetzt einfach nicht mehr wohl. Mhm. Vielleicht merkt man ja auch, man hat irgendwie zugenommen, gerade wenn man irgendwie eine Klausurenphase hat oder super viel Stress. Es gibt ja Leute, die sind auch so Stress Esser, ne? Also ist bei mir auch, wenn ich viel Stress habe, dann habe ich auch eher Lust, Süßes zu essen. Ja. Und irgendwann merkt man vielleicht, vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben und ich fühle mich nicht mehr wohl. Und ich glaube, dafür ist Sport halt echt gut, genauso wie gesunde Ernährung, um sich halt wohl zu fühlen. Genau, und um den Ausgleich zu finden nach einem stressigen Lerntag, dass man sich so auspowern kann. Genau. Entweder im Fitnessstudio oder beim Joggen oder mit einer Freundin zusammen. Irgendwelche lustigen Homeworkouts machen. Ja. Ich finde es halt auch voll cool, wenn man das mal zusammen macht mit einer Freundin. Meine Schwester hat mit mir zum Beispiel die 30-Tage-Challenge dann gemacht. Ja, die irgendwie so, genau. Was war das für eine Challenge? Du fängst an mit 5 Liegestütze immer am so Tag ganz oder klein, genau, 5 Sit-Ups. Mehr, Ach, cool. Und also es waren 3 Sachen. Du fängst mit 5 an, irgendwann bist du bei 105, bei 100 oder 150. Ja. Und das ist genauso halt ausgelegt, dass du einen Tag mehr machst, dann nach einer Woche gehst du aber wieder kurz zurück. Mhm. Und ich finde es halt, es macht halt Spaß, weil man sich gegenseitig anspornt. Motiviert und man sieht auch schnell Erfolge. Und das ist, ich glaube, ich wichtig. Natürlich ist es eine Challenge, die geht dann auch vorbei, aber man hat dann irgendwie, viele haben dann reingefunden und denken sich, ja, und jetzt kann ich es erst recht. Ja, es gibt ja diesen Spruch, nein, es ist ein ganz normaler Spruch, und jetzt habe ich den vergessen. Ich hatte den gerade noch gehabt und dann hast du mich angesprochen, ich war gerade voll erschrocken, ich so, wow, sprich dich nicht an. Ich rede mal kurz. Ja. Also auf jeden Fall, das ist wichtig, dass man das in seinen Alltag einbaut und nicht den Alltag drumherum. Ja. Weil das passt dann irgendwann nicht mehr. Und auch, dass man versucht, nicht sich zu überfordern. Weil zum Beispiel auch bei mir ist das dann so, wenn ich dann so morgens so denke, okay, stehst du jetzt halt wirklich eine halbe Stunde früh auf, um Sport zu machen? Ich versuche dann echt immer, also auf jeden Fall nicht nochmal einzuschlafen, und denke dann wirklich nochmal drüber nach, okay, wie fühlst du dich auch, nachdem du Sport gemacht hast? Genau. Weil ich weiß, das ist dieses Gefühl danach, ich liebe es schon. Und dann schaffe ich es auch irgendwie aus dem Bett zu kommen. Weil wenn ich jetzt denke, oh, mein Bett ist so kuschelig. Ja, ich möchte drin liegen. Mir ist der Spruch eingefallen, be the best version of yourself. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Und zwar und nicht von einer anderen die Figur haben, sondern die beste Figur, die du erreichen kannst, in der du dich wohlfühlst. Es liegt viel an der Ernährung auch. Du kannst so viel Sport machen, wie du willst. Wenn du dich nicht so gut ernährst, dann ist es halt auch wieder das widerspricht sich. Ja, nicht so wirklich zu. Deswegen ist gesunde Lebensmittel einfach wichtig. Hast du vielleicht so einen Leitfaden, vor allem wenn man gerade so anfängt, wie viel Sport in der Woche so das Optimum oder eigentlich ganz gut ist? Also ich höre immer oft, dass
viele am Anfang zu viel machen sogar, dass sie sagen, ich mache das jetzt jeden Tag. Erstens ist es dann natürlich mental einfach irgendwann eine Überforderung mit den ganzen Schulstress und so, was man sonst noch so hat. Und zweitens ist es so, dass der Körper natürlich auch seine Ruhezeit braucht. Deswegen sage ich am Anfang immer, dreimal die Woche ist völlig ausreichend. Und wenn man das gut integriert hat, kann man immer sagen, hey, mache ich noch einen Tag mehr rein oder mache einen Tag flexibel, ob ich da Zeit finde oder nicht, schaue ich mal. Und ich finde, das ist immer so ein guter Startpunkt. Ich finde, das ist halt auch wichtig, dass man immer das Gefühl danach nochmal sich vor Augen hält, bevor man anfängt, dass es danach sich auch wirklich... Ja, und das Gehirn, das wacht auch richtig auf. Ja. Wenn man merkt, so, es pumpt dann das Blut durch und dann ist man auch bereit für sein Frühstück. Genau. Ja. Siehst du, Frühstück ist auch wieder so ein Thema Ernährung. Also wir haben ja auch noch sowas zu trinken. Ja. Eigentlich auch nochmal, wenn wir schon von Ernährung reden, ist ja auch wichtig, viel zu trinken. Viel zu trinken, genau. Das ist übrigens ein größeres Problem, als viele denken. Man vergisst es. Ja, ich finde, so im stressigen Alltag, wenn man mal guckt, wie viel trinkt man nur, dann ist das meistens viel zu wenig, weil die Haut braucht eigentlich richtig gut Flüssigkeit. Genau. Und vor allem, viele denken ja auch, wenn die Hunger haben, dass sie wirklich Hunger auf Essen haben. Dabei ist es meistens eigentlich nur das Durstgefühl. Genau, Weil oft ist der Körper dehydriert und dann sendet er ein Signal aus und viele verwechseln das halt auch mit Hunger. Oder ich versuche auch generell einfach nicht so fettig Sachen zu essen, halt jetzt wie so Pommes oder Chips, das habe ich früher echt geliebt. Das zeigt die Haut. Aber vor allem, wenn man dann halt irgendwie in so eine Chips-Tüte greift, dann ist das alles so fettig und dann auch ins Gesicht, kriegt man so viele Pickel von und man kann ja auch, es gibt immer so Reiswaffeln, die wie Chips schmecken, also wirklich, ich habe das auch letztens meiner besten Freundin gezeigt und die war so begeistert, weil es aber einfach nicht fettig ist, aber man hat halt dieses Gewürz, dann so gebacken, so, wie Chips. Aber man darf nicht vergessen, dass die Haut natürlich trotzdem die gesunde Fette quasi braucht, also nicht dieses gebratene Fett, sondern wirklich, man sagt, man nimmt einfach gesunde Fette und dann zeigt sich das auch in der Haut, also Kokosöl ist natürlich super und auch natürlich aus den verschiedenen Nüssen. Ich finde, das zeigt sich dann schon im Teil. Viele Gemüsesorten senden ihre Vitamine auch erst aus, wenn die Verbindung mit Fetten kommt. Also halt mit guten Fetten und nicht diesen Transfetten. Genau. Das ist ja auch so eine, ich kann es ja mal kurz erklären. Salaten immer mit einem Dressing halt schon dazu mit Öl. Ja. Auf jeden Fall das Essen. Ich würde nicht unbedingt sagen, wenn man jetzt einen Salat essen will, das ist super. Ja. Aber man muss jetzt nicht unbedingt so viel Öl dran geben, sondern man kann auch zum Beispiel Nüsse klein machen und dann die drüber geben. Stimmt, und dann noch ein bisschen Fette Obst. Drin. Genau. Und dann hat man diese Verbindung eigentlich richtig gut. Es schmeckt knackig, lecker und hat trotzdem die gesunden Fette drin. Und dann geht es eigentlich relativ einfach. So, jetzt haben wir doch ganz schön viel über das Thema Fitness und Ernährung gesprochen. Vielleicht könntest du noch so ein Fazit ziehen. Ja, ein Fazit wäre auf jeden Fall, euch zu sagen, dass man sollte einen Sport finden, der einem am Herzen liegt, damit man den auch wirklich durchzieht, weil sonst ist die Motivation irgendwann nicht mehr ganz so groß. Und genauso sollte man natürlich auf seine Ernährung achten, auch da nicht übertreiben, sondern gucken, dass man viel zu Hause kocht, viele frische Produkte nimmt. Ohne Barcode ist immer so ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn kein Barcode drauf ist, ist es auf jeden Fall gesund. Und dann werdet ihr es nicht nur äußerlich in der Fitness merken, sondern von innen kommt dann dieses gesunde Ausstrahlung, die sich dann auch in der Haut sehr stark widerspiegeln wird. Ja. Das stimmt. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf ein paar Workouts, dann könnt ihr auf jeden Fall bei Anne mal vorbeischauen, weil das ist ja für Anfänger, Fortgeschritten, für alles eigentlich. Genau, und um kein weiteres Video zu verpassen, könnt ihr auch gerne diesen Kanal abonnieren. Und dann denke ich mal, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.